Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Band das Brot und wir sind in Pullovien. Ja, hier kommen wahrscheinlich die ganzen schlimmen Pullover her, die wir immer so haben. Und schauen wir uns mal ein bisschen um. Wir haben hier einen Bettler. Was will denn der von uns? Amesa, hast du was für mich? Einen guten Tipp. Werd nie Held in einem albernen Computerspiel. Alter, das kommt mir ja nicht in den Sinn. Hier verdiene ich wenigstens ehrliches Geld. Da haben Sie recht. Okay. Eine Betteldose. Können wir die vertauschen mit unserer leeren Dose? Das hast du nicht gerade wirklich versucht. Ja, ich hab einfach mal gedacht. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Was haben wir? Ein Pullovianer, der Ponchos verkauft. Okay. Reden wir mit dem auch mal. A kaufen oder B kaufen? Der will nur verkaufen. Guten Tag. Haben Sie eine Komplettlösung für ein albernes Spiel? Tut mir leid, ich habe nur Ponchos und Hüte. Und wenn ich B nehme? Guten Tag, ich möchte ein M wie Mist kaufen. Tut mir leid, ich habe nur Ponchos und Hüte. Okay, also mit dem können wir irgendwie überhaupt nichts machen. Was hat der hier mit dem Roten noch? Guten Tag. Gut? Was ist gut an diesem Tag, wo ich keine Karten mehr für die Jagdopferung bekommen habe? Vielleicht ist das ein Wink des Schicksals. Für das Jagd? Für dich. Vielleicht war es dir vom Schicksal nicht bestimmt. Eine Karte zu haben? Ein Jagd zu opfern. Jags opfern ist falsch. Es gibt doch wahrlich genug Gewalt in der Welt. Komm jetzt bloß nicht mit sowas wie Gewalt ist keine Lösung. Gewalt ist keine Lösung. Verdammt, du hast recht. Das ging schnell. Ja, weil ich es immer schon in mir gespürt habe. Gewalt in der Welt ist, als würde man mit einem Stock gegen den eigenen Schatten kämpfen. Ist das nicht eine schöne Metapher für das ganze Leben? Auf einem Sandstrand. Was? Nackt. Igitt, jetzt nicht mehr. Danke, kastiges Ding, du hast mir sehr geholfen. Mist, ein Strand weit und breit. Sicher? Auf Wiedersehen. Okay, er sucht einen Strand. Was haben wir mit denen noch zum Tun? Aber hier ist wieder eine Toilette. Ach, wir haben doch unseren Toilettengeneralschlüssel. Den Hurra. Kennen wir ja schon. Der Universal-Toilettenschlüssel funktioniert auch hier. So habe ich überall auf der Welt ein stilles Örtchen. Oh, der Schlüssel ist abgebrochen. Dann nicht. Mist. Na, okay. Hier bekommen wir. Der gut fährt. Alberner Spruch. Und reimt sich nicht so richtig. Lama-Fett? Was gibt's sonst noch hier? Ein rotes Ventil? Benutzen wir einfach. Das kann ich mit meinen Händen weder drehen noch abschrauben. Dazu bräuchte ich Werkzeug. Haben wir da nicht irgendwas? Können wir die Schaufel irgendwie arbeiten? Hallo? Ja, ich dachte. Mit Lama-Fett? Das funktioniert so nicht. Okay, da können wir wohl nichts machen. Schauen wir weiter in Richtung hier drüben. Was will der von uns? Guten Tag. Wir... Geschlossene Gesellschaft. Heute nur Stammpublikum und B-Prominenz. Wir warten zwar noch auf Chiloan Pablo, Brigelio Pablo und Protego Pablo, aber ihr seht nicht so aus wie die. Spieleentwickler? Ja. Schon wieder alberne und herabwürdigende Vorurteile und Klischees in Bezug auf andere Kulturen? Jupp. Warum bloß? Weil's so im Drehbuch steht. Können wir jetzt weitermachen? Wenn's sein muss. Ja, muss sein. Tut mir leid, Bernd. Tut es dir nicht. Stimmt. Aber jetzt geht's wirklich weiter. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Wir warten zwar noch auf Chiloan Pablo, Brigelio Pablo und Protego Pablo, aber ihr seht nicht so aus wie die. Prima. Fall zu Ende. Bernd fliegt nach Hause. Nein, Bernd, wir müssen uns als die Pablo-Brüder verkleiden. Yippie! Karneval! Ich hab's geahnt. Oh nein, 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 nein. Okay, gut. Geschlossene, wir warten. Okay, wir müssen uns irgendwie als die verkleiden. Da hilft uns wahrscheinlich... Wer kann uns da helfen? Die Pablo-Brüder. Also, einer der drei hatte einen flachen Hut und keinen blauen Poncho. Okay.
Die Pablo-Brüder. Also einer der drei. Okay, ach, die erklären uns, wie wir uns verkleiden müssen und dann... Wie die Pablo-Brüder aussehen? Also, ich erinnere mich nur noch an eins. Einer der drei hatte einen roten... Oh, Entschuldigung. Wie die Pablo... Also, ich erinnere mich nur noch an eins. Einer der drei hatte einen roten Poncho, aber keine Mütze. Okay. Wie die Pablo-Brüder gekleidet sind? Mein Gedächtnis ist schlecht, aber einer der drei hatte einen hohen Hut und der neben ihm einen gelben Poncho. Oh nein, 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 das ist wieder so ein Rätsel. Okay, dann müssen wir uns Ponchos... Guten Tag, ich hätte gerne drei Ponchos und drei Hüte. Tut mir leid, wir haben nur Komplettlösungen für ein albernes Spiel und ein M. Scherz! Drei Hüte und drei Ponchos kosten 10 pulluvianische Pfund und 30 Pennies. Pulluvianische Pfund? Pulluvianische Pfund. Wo kriege ich denn jetzt pulluvianische Pfund her? Nein! Woher kriegen wir das Geld? Ich habe echt gedacht, ich könnte irgendwie meine Dose irgendwie neben seine irgendwie stellen. Aber das scheint... Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Ach, das ist eine Betteldecke? Ah, okay. Ich darf bei ihm nicht mitbetteln. Okay. Aber es wird wahrscheinlich irgendwie damit wahrscheinlich gehen. Was haben wir denn hier noch? Bettler? Das sind die drei. Das ist das rote Ventil. Und was ist hier noch? Da ist noch irgendwas. Ach nee, damit können wir nichts benutzen. Ah, Mist. Ich dachte... Halt, hier oben Lama-Kopf. Ein Lama-Kopf. Danke, das hätte ich nie gemerkt, dass hier in... okay. Kann ich... Okay, wir reden noch mal mit dem Messer. Hast du was für mich? 10:30, 30:10, 08:15. Sagen Sie, können Sie mir vielleicht 10 Pfund und 30 Penny leihen? Na klar, Messer, bedien dich. Scherz, sieht aus wie die Wohlfahrt. Dürfte ich mich dann vielleicht neben Sie setzen, um auch ein bisschen was zu verdienen? Kannst du mal schön vergessen, Messer, das ist mein Platz. Okay, das... Na, Messer, hast du was für mich? Wir müssen ihn irgendwie loswerden. Sie haben ja schon eine Menge Geld eingenommen. Scheint sehr lukrativ zu sein. Absolut. Mehr als 30 Pfund. Kann ich als Subunternehmer bei Ihnen anfangen? Nee, danke. Ich bin mehr so Solokünstler. Na, Messer, hast du was für mich? Ist das nicht alles ein bisschen eintönig? So rumsitzen den ganzen Tag? Was soll ich denn sonst machen? Golf spielen oder was? Stimmt. Ich hasse Ballsportarten. Ey, Alter, ich spiele Golf. Ich dachte, Sie sind blind? Na und? So, ich gehe noch eine Runde auf die Driving Range, wa? Macht gut. Ach, jetzt haut er ab. Okay. Dann mal los. Okay, dann können wir jetzt starten. Fein. Dann wollen wir mal. Okay. Oh, die Pulluvianer sind wirklich sehr großzügig. Meine volle Betteldose. Ehrlich verdientes Geld. Ui, was haben wir da? Ein Glückspfennig und ein Blankoscheck. dann benutzen wir doch den Blankoscheck direkt mit dem Pulluvianer-Händler. Nehmen Sie auch Schecks? Aber nur, wenn er ausgefüllt ist.
Okay, Stift mit Blankoscheck. Mist, ich habe zu kurze Arme dafür. Ah, Sheep Majors hilft. Darf ich helfen? 10 Pfund, 30 Penny? Genau. Wir hätten auch 1 Million eintragen können. Ich weiß nicht, wie viele Nullen die hat. Ah. Okay. Hier, 3 Ponchos und 3 Hüte. Ich mach jetzt Mittagspause. Okay, 3 Ponchos und 3 Hüte. Jetzt müssen wir allerdings nochmal dieses blöde Rätsel lösen. Okay, wie war der erste hier? Die Pablo-Brüder. Also, einer der 3 hatte einen flachen Hut und keinen blauen Poncho. Also, flacher Hut und keinen blauen. Okay, dann braucht der blaue irgendjemand anders. Dann geben wir den blauen mal einen Briegel. So, okay. Wie die Pablo-Brüder aussehen? Also, ich erinnere mich nur noch an 1. Einer der 3 hatte einen roten Poncho, aber keine Mütze. Okay, keine Mütze. Warte, nochmal. Wie die Pablo... Also, einer der 3 hatte einen roten Poncho, aber keine Mütze. Also, ein roter Poncho, aber keine Mütze. Also geben wir ihr Hut und den roten Poncho. Der sieht aber irgendwie... Ach doch, ist richtig. Wie die Pablo-Brüder gekleidet sind? Mein Gedächtnis ist schlecht, aber einer der 3 hatte einen hohen Hut und der neben ihm einen gelben Poncho. Na... Also, ihm fällt noch der gelbe. Und Briegel geben wir jetzt mal die Mütze. Okay. Dann schauen wir mal. Hallo, wir sind die Pablo-Brüder. Ihr seid nicht die Pablo-Brüder. Nicht mit der Hut-Poncho-Kombination. Da stimmt ja gar nichts. Wie bei Sauerkraut mit scharfer Paprika. Na, okay. Also, nochmal. Also, der neben ihm hatte einen gelben. Also, wenn Briegel... Oh, ist das... Also, wir stehen Briegel... Wie die Pablo-Brüder gekleidet sind? Mein Gedächtnis ist schlecht, aber einer der 3 hatte einen hohen Hut und der neben ihm einen gelben Poncho. Also, Briegel... Hoher Hut und Bernd der gelbe Poncho. Okay, nächste. Wie die Pablo-Brüder aussehen? Also, ich erinnere mich nur noch an 1. Einer der 3 hatte einen roten Poncho, aber keine Mütze. Okay, dann können wir Briegel auch... Rot geben. Okay. Und jetzt noch? Die Pablo-Brüder. Also, einer der 3 hatte einen flachen Hut und keinen... Okay, also flacher Hut für Bernd. Dann bekommt Chili den blauen Poncho und die Mütze. Okay, schauen wir nochmal nach. Hallo, wir sind die Pablo-Brüder. Hey, Chiluan, Prilio, Protego, Pablo. Kommt rein, dann kann die Party ja losgehen. Ihr wisst ja, wo es lang geht, oder? Ja. Yippie! Ich meine, Caramba. Olé! Holadriadio? Scharf? Ja. Psst. Okay. Wo ist denn die Party? Das wüssten wir, wenn wir die Pablo-Brüder wären. Ich könnte ein Dimensionsloch suchen.
Oh nein. Könntest du. Musst du aber nicht. Okay, ja, wir müssen wohl wieder irgendwo hier einen Geheimgang finden oder irgendwo was. Wahrscheinlich ist es wieder Lama-Läufer oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Aber das schauen wir uns dann einfach morgen in einer neuen Folge an. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen dann bei einer neuen Folge hier bei Bernd das Brot und die Unmöglichen. Und ja, langsam kommen Rätsel. So muss man es einfach sagen. Ich danke dir vielmals. Bis morgen. Ciao.